Herzlich willkommen zurück bei Pirates The Legend of Black Cat. In der letzten Folge haben wir Mr. Krabs das Krabbenburger-Rezept gestohlen, haben Mr. Krabs selber zu Krabbenburgern verarbeitet und jetzt machen wir uns auf den Weg zu SpongeBobs Ananas, um sie in die Luft zu jagen. Nee, natürlich nicht. Wir machen uns auf den Weg, um das Fort zu besiegen. Und ich sehe schon, hier sind schon wieder feindliche Schiffe unterwegs in den Gewässern, mehrere sogar. Die haben auch tatsächlich unterschiedliche Größen, sehe ich gerade. Da ist noch so ein kleines Anfängerschiff. Und hier, das sieht schon ein bisschen größer und bedrohlicher aus. Naja, schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall mal gespeichert, nachdem wir die Krabbe besiegt haben. Und den steinernen Schlüssel erhalten haben. Das war auf jeden Fall schon mal wichtig. Denn es wäre echt dumm gewesen, jetzt dann hier irgendwie im Kampf gegen das Fort oder gegen diese Schiffe auch zu sterben. Und zu merken, ach verdammt, ich habe das letzte Mal gespeichert, bevor ich mit der Krabbe gekämpft habe. Das wäre selbstverständlich unpraktisch. Ah, da kommt schon wieder ein neues hinten. Ich bin auch für meinen Geschmack gerade ein bisschen zu nah am Land dran hier. Wobei ich ja schon festgestellt habe, dass mir das eigentlich gar nichts macht. So, jetzt ist aber langsam... Ich wollte gerade sagen, wäre auch gut, wenn ihr mir jetzt Material geben würdet, mit dem ich mich heilen kann. Mein Schiff sieht nämlich auch schon nicht mehr so fit aus. Das Kleine, da sollte eigentlich kein größeres Problem sein. Weil es ja eben klein. Aber... Mein Mustang Chief. Sätze, die man von einem Mann wahrscheinlich niemals hören wird. Mein Mustang Chief. Naja. Ja, jetzt hau nicht ab da hinten. Ich will dich versenken und dein Material an Bord nehmen. Naja, ich heile mich erstmal auch ein bisschen und dann versuche ich mich mal an dem Fort, das hier auf dieser Bullenschädelförmigen Insel ist. Also ich finde halt, das sieht so ein bisschen aus wie ein Schädel mit zwei Hörnern am Rand. So, ich versuche es mal hier von der Seite aus. Oh, da schwimmt auch noch irgendwas. In dem... Hier links in dem Kreis von dem Horn quasi. So, versuche ich erstmal hier die Türme zu treffen. Jawohl. Und ich sehe gerade gar nicht... Ich glaube, das Fort hat tatsächlich hier auf der Rückseite nicht wirklich Kanonen. Also die schießen, glaube ich, gerade echt nicht auf mich. Weil sie mich hier hinten nicht erwischen. Das ist enorm praktisch für mich. So, der Turm da hinten hat auch gerade den Geist aufgegeben. Und jetzt muss ich nur noch warten, dass das Fort explodiert. Da kommt eine weiße Flagge. Herrlich. Normalerweise wird das doch... Wird doch das Fort von Namen gezeigt. Wie es explodiert. Das haben sie jetzt hier nicht gemacht. Da haben wir gerade drauf verzichtet. 10 Stücke Holz. Herrlich. Achso, ich kann ja schlecht rückwärts fahren mit einem Schiff. Stimmt. Ich habe gerade versucht, rückwärts zu fahren. Das können die meisten Schiffe in der Tat nicht so besonders gut. So, jetzt sind die da wieder da. Ach, weißt du was? Einfach so, weil ich es kann. Komm schon. Stirb. Versinke. Explodiere. Tu was. Jawohl. Hier, Special Action. Okay, dämliche Kameraführung meinerseits. Jetzt Action! Herrlich. Ich freue mich. So, wir legen mal eben am Fort an, natürlich, um unsere Belohnung zu kassieren. Und eventuell auch, um das Schiff zu reparieren. A gate has opened. Okay. Aha, also scheinbar können wir da hinten auch erst richtig rein, wenn wir das Fort besiegt haben. Wenn wir es also geschafft hätten, an dem Fort vorbeizufahren, dort schon anzulegen und die Insel zu betreten, wäre da trotzdem immer noch ein verschlossenes Tor gewesen. Ja, wir reparieren mal das Schiff einfach.
weil das immer besser ist. Ansonsten gibt es hier nichts Großartiges, Neues, Interessantes für uns. Dann legen wir doch mal da hinten an und schauen, was das zu bedeuten hat. Weil man hätte ja auch hier so brachial aggressiv hier durchfahren können. Darauf hoffen, dass man es bis hier hinten schafft und einfach mal anlegen. Aber das hätte uns in dem Fall dann überhaupt nichts gebracht. Weil sich das Tor hier erst öffnet, wenn man das vorbesiegt hat. Und ein Papagei. Ich habe das Gefühl, es wird spannend hier in der Ecke. Ganz im Ernst. Da ist ein mysteriöses Tor, das sich erst nach, nach erfolgreicher Seeschlacht öffnet. Also es scheint schon ein irgendwie besonderer Ort zu sein. Dann haben wir einen Speicherpapagei direkt vor der Tür. Ich bin gespannt. Ich will nicht sagen, ich habe Schiss, aber ich bin gespannt. Fuck, die Typen nerven echt. Ja, du. Richtig. Du auch. Verdammt, ich war eben noch so gut bei Gesundheit. Und jetzt killen die mich fast, bevor ich da reingehe. Ach Leute, macht doch sowas nicht. So, genau, kommt mal einzeln ran. Und jetzt lässt er mir noch nicht mal was da. Du hättest mir ja mal ein bisschen Gesundheit geben können. Oder du hier, Kollege. Nee, natürlich nicht. Naja, ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Schauen wir doch mal. Ich hatte jetzt schon fast wieder mit irgendeinem fiesen Gegner gerechnet. Mit irgendwas Gemeinem. Okay. Scheinbar kommen wir zu einem anderen interessanten Ort. Hier ist noch eine Muschel. Tja, gut. Viel anderes bleibt mir nicht übrig. Also schauen wir mal, wohin uns der Teleporter bringt. Sehr spannend gerade, finde ich persönlich. Ich weiß nicht, was mich jetzt erwartet. Okay, wo bin ich jetzt? Rams Rest? Okay. Das letzte Mal, als wir durch so einen ähnlichen Teleporter gegangen sind, der so ein bisschen an so einer, ja, Special-Stelle war, sind wir ja zu Blackbeard gekommen. Jetzt haben wir hier Rams Rest. Keine Ahnung, wer das ist. Aber er restet hier. So. Ich bin gespannt, ob wir ihm begegnen. Und wer das ist. Noch restet er in Peace. Wenn ich mit ihm fertig bin, dann restet er in Pieces. Hoffe ich. Ach komm, ey. Diese fucking Schädel. Die nerven so. Weil ich auch nicht genau weiß, wann ich die treffen soll. Sind die echt nervtötend. So, wo gehe ich denn jetzt zuerst lang? Da drüben ist auf jeden Fall noch eine Muschel. Ich gehe einfach mal hier so rechts rum. Ich hätte das, glaube ich, schon mal erwähnt. Das mache ich immer ganz gerne. Am rechten Rand entlang gehen. So, ihr könntet mir mal genau, vielen Dank, ein bisschen Leben geben. Was wackelt der denn so rum? Versucht er zu tanzen? Oder verliert der nur das Gleichgewicht? Aha. Ich wollte gerade noch sagen, das ist eigentlich eine schöne Stelle für einen Schatz hier. Und da vibrieren auch schon die Brüste. So, da haben wir... Oh, wunderbar. Herrliche Stelle. Da hätte ich meinen Schatz auch vergraben. Wow. Ha, nicht erwischt. Ja, doch, hat was. Schick. Hübsch, hübsch. Schöne Aussicht auch. So. Dann latschen wir mal hier rum. Immer an der Wand lang. Komme ich da überhaupt nach oben? Ja, bis jetzt schon. Und hier haben wir wieder einen kreischenden Geist. Eigentlich könnte ich die... Wo waren die? Ich hatte doch auch kreischende Frau... Achso, ist das ein anderes Tiki? Achso, ja, ja, okay, Feuer-Tiki hatte ich wieder. Genau hier, diese sieben Gefäße. Das ist doch quasi die schreiende Frau in der Flasche. Die könnte ich ja eigentlich mal mit ihrem eigenen Gebrülle anbrüllen, so ein Geist.
Hier habe ich doch gerade eine Muschel gesehen. Jawohl, ja. So, ich muss wieder so ein bisschen in Schlangenlinien laufen, habe ich das Gefühl. Ja, wenn ich mich nur an einem Rand halte, verpasse ich nachher wieder irgendwelche vergrabenen Schatzkisten. Also wenn jetzt hier drüben auf der linken Seite irgendwie eine ist und ich renne nur auf der rechten Seite lang. Müssen wir mal wieder unserem Grog-Konsum entsprechend hier rumtorkeln. So, da ist auf jeden Fall definitiv zu steil, als dass ich da weiter hoch könnte. Ja, ja, laufen wir hinterher. Ich muss euch ja nicht alle killen. So, wo kommen wir denn hin? Aha. Da haben wir schon einen Treasure. Die Insel ist aber groß, tatsächlich. Da unten ist ein Speicherpapagei. So, an den komme ich aber jetzt so nicht mehr dran. Der ist da hinten. Wie komme ich überhaupt an den dran? Wenn der so auf der Inselmitte da liegt und ich nicht schwimmen kann. Und da an den Seiten, das sieht alles ein bisschen zu steil aus. Naja, wir werden sehen. Ich bin gerade erstmal sehr gespannt, wo der Weg hier hinführt. Und wem wir hier eventuell begegnen. Ja, die Implantate wackeln. Da. Ein Pluspunkt für die Wünschelbrüste. Mittlerweile sind wir eigentlich ganz gut ausgerüstet hier. Wow, das sind aber jetzt viele Leute. Es werden immer mehr. Wir kommen der Sache also näher. Egal, was auch immer es hier gibt. Es ist bestimmt gefährlich und wir kommen näher. Das sieht so aus, als wäre es ein interessanter Ort. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich will einfach nur durchlaufen. Bevor ich mich jetzt mit denen hier kloppe, oder muss ich die erst besiegen? Verdammt. Ich fürchte, ich muss die tatsächlich erst besiegen. Da habe ich bestimmt jetzt gleich keine Lebensenergie mehr, wenn ich mich mit denen gerade mal anlege. Ja, und da sind auch doch schon wieder die nächsten Schädel. Oh, ich hasse die so. Okay. Geht's jetzt auf? Ja. Okay. Hier ist auf jeden Fall ein Teleporter-Ring, den ich aber... Aha, okay, ich muss wahrscheinlich... Ahaha, die Kerle auch alle wieder besiegen. Ja, super. Bevor ich den Teleporter-Ring aktivieren kann. Ja, lustig. Okay, einfach mal wild draufschlagen. Die sind gar nicht so schlimm, merke ich gerade. Den größten Teil habe ich ja schon. Es könnte natürlich sein, dass jetzt noch eine weitere Runde aus dem Boden... Nö, das war's schon. Okay, das war jetzt nicht sehr dramatisch. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich da an die Muschel rankomme. Jawohl. Da hinten liegt auch noch eine. Die sammeln wir wirklich gut gerade. Also, da ist das Buch bestimmt bald voll. Ja, und dann schauen wir mal. Der Transporter. Wo sind wir? Sind wir wieder am Anfang? Nein. Wo sind wir denn jetzt? I smell gold. I smell gold. Oh.
Ja, das war in der Tat Gold. Jede Menge davon. Sehr schön. Oh, hier ist der nächste. Was ist denn los? Ist ja geil. Jede Menge Schatzkisten hier. Sehr schön, sehr schön. Hier haben wir noch eine Muschel. Das kann ich mal gerade schauen. 5 von 11 und 8 von 10. Also noch 2 Muscheln und 6 Truhen, die wir hier finden müssten. Jetzt kommen hier auch keine blauen, kreischenden Weiber mehr. Gerade wo ich mich entschieden habe. Hier ist die nächste Truhe. Oh, lohnt sich schon ordentlich hier. Wobei ich mich jetzt auch frage, werde ich hier gerade für irgendeine besondere Geschichte ausgerüstet? Ja, da ist schon die nächste Truhe. Mal eben mitten im Kampf komme ich dazu, so eine Kiste auszugraben. Macht man halt mal eben so nebenbei. Da ist auch schon der Teleporter angegangen. Herrlich. Und noch eine Kiste. Ja, wo ist er denn? Mein Schatz. Ah, da war's. Nein, zurück. Da. Jawohl. Noch ein paar Messer. Oh Mann. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Okay, weiter geht's. Ach, siehst du, jetzt sind wir hier genau auf der Insel, die ich eben meinte, wo ich dachte, dass da ein Speicherpapagei wäre. Das ist aber gar kein Speicherpapagei. Sondern eine geheimnisvolle Kiste. Öffne ich die jetzt? Ja, natürlich öffne ich die jetzt. Im Moment jedenfalls. Gleich. Ich schaue nochmal kurz. Ja, das war genau die Stelle. Wir sind eben da oben lang gelaufen. Wo ich sagte, da kommt man ja so irgendwie gar nicht hin, weil hier die Ränder viel zu steil sind. Also hier ist auch nichts anderes mehr auf dieser kleinen Landzunge. Dann öffnen wir mal die Kiste. Aha, eine neue Galionsfigur, die treffenderweise den Namen Ram Figurehead hat. Ram Figurehead hat. This figurehead increases the damage your ship does when ramming an enemy, while minimizing the damage you take. The ram does not need to recharge. Perfekt. Also, wenn wir diesen Rambock tatsächlich hier ausrüsten an unserem Schiff, dann ist der Schaden vergrößert, den wir beim Rammen an anderen Schiffen austeilen. Und der Schaden, den wir selber dabei einstecken, ist minimiert. Also ist verkleinert. Finde ich natürlich sehr gut, weil es sehr gut zu meiner Spielweise passt, andere Schiffe zu rammen. Perfekt. Ich glaube, den werde ich dann gleich direkt mal ausrüsten. Also der macht dann tatsächlich Sinn im Nahkampf auch mit anderen Schiffen. Wenn wir gegen einen vorkämpfen, macht er natürlich nicht besonders viel Sinn. Also da kann man auch nochmal so ein paar Sachen optimieren, je nach Kampf. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ach, hier bin ich jetzt. Wieder direkt ganz am Anfang. Ich habe aber das Gefühl, als hätte ich auf der anderen Insel noch irgendwas verpasst. Erstmal speichern. So, ich gehe nochmal zurück. Ich habe nämlich noch ein paar Sachen da liegen lassen, glaube ich. Lass mich in Ruhe. Wir dürften noch nicht alles gefunden haben. Ich bin ja nur so rechts lang gelaufen. Da dürfte es noch das eine oder andere gegeben haben. Mindestens noch eine Muschel. Eine Muschel, die ich irgendwie am Anfang gesehen hatte. Die mehr so links von uns lag. Wo ich nach rechts gelaufen bin. Also schauen wir uns das nochmal schnell an. Ja, es fehlen auf jeden Fall... es fehlen auf jeden Fall noch 2 Truhen und eine Muschel. Ich sehe schon, die Folge ist jetzt eigentlich schon wieder lang genug. Was mache ich jetzt? Ja, ich laufe nochmal gerade ein paar Meter weiter.
Ein paar Minuten zu überziehen ist ja nicht so dramatisch. Mache ich ja ganz gerne mal. So, wir sind nämlich nach da oben gelaufen. Ich sehe schon, da links liegt nämlich die Muschel. Oder lag gerade noch die Muschel. Da sind wir hochgelaufen. Aber es fehlen ja auch noch Truhen, die ich nicht mitgekriegt habe. Aha, da ist schon mal eine. Die haben wir nämlich eben verpasst. Hier ist noch eine Muschel. So, und dann fehlt uns aber tatsächlich noch eine Truhe. Oder? Ich schaue nochmal gerade nach. Ja. Und wir haben auch keine mehr irgendwo rumstehen. Also die irgendwie aus Kristall oder Skelett wäre. So dass man sagen könnte, okay, die können wir dann gleich noch irgendwie oder später noch mit dem Schlüssel, mit dem entsprechenden öffnen. Das heißt, es muss noch eine vergrabene sein oder halt eine, die ich übersehen habe, schlicht und einfach. Deswegen muss ich jetzt nochmal genauer alles inspizieren. Müssen wir wohl nochmal da hochlaufen. Ich habe mich ja eben eigentlich mehr so an der rechten Seite orientiert. Jetzt glaube ich mal ein bisschen mehr links hier hoch. Vielleicht haben wir da noch eine vergrabene Kiste übersehen. Ja, für eine lohnt sich das nicht, so eine Flasche hier zu benutzen. Wo habe ich sie jetzt überhaupt? Da. Ah, das ist das letzte. Nee, nach dem... Der Schädel kommt auch noch danach. So, ich hoffe, dass hier jetzt links gleich wieder die Brüste Alarm schlagen. Und dass wir die eine Truhe noch schnell finden können. Komm schon. Hier muss doch irgendwo noch was sein. Also das war jedenfalls so die Stelle, wo ich am unaufmerksamsten war, gefühlt. Na, noch sagt sie mir nichts in die Richtung. Komm schon, Lady. Hier muss doch noch irgendwo eine sein. Eine Truhe fehlt uns noch. Naja, gut, ich glaube, es wird ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt die exakt gleiche Insel nochmal langlaufe. Ich mache das jetzt gleich im Off. Und wenn ich die letzte Kiste gefunden habe, werde ich da die nächste Folge beginnen. Wenn ich die Kiste gar nicht finde, beginne ich die nächste Folge wieder unten bei unserem Schiff. Und wir machen dann normal weiter und dann muss ich halt mal schauen, was ich mit der letzten verbliebenen Kiste mache, die ich noch nicht gefunden habe. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.